Hallo Freunde, heute gibt es wieder Flat Iron. Falls ihr mir bei Insta folgt, dann habt ihr schon gesehen, wie man das richtig schneidet. Gegen die Faser, es ist ein langfaseriges Fleisch, es kommt aus der Schulter. Wie wir das heute richtig zart zubereiten, das zeige ich euch jetzt. So, zuallererst brauchen wir ein scharfes Messer. Wer mir folgt, der weiß, dass ich ein Riesenfan von diesem Messer bin. Mein kleiner Game Changer hier, was ich eigentlich auch vor jedem Schnitt mache, also vor jedem Nutzen. Ich schärfe den nochmal. Ist auch relativ easy. Schärfen wir das Messer. Das war es eigentlich schon. Ich ziehe es nochmal im Zeber dann ab. Kleiner Spaß. Und ja, was ich jetzt mache, ich bin Fan von Handschuhen. Wenn ich auch so ein bisschen Catering mache, ziehe ich eigentlich immer Handschuhe an. Und ich finde es einfach hygienischer. Was wir noch brauchen, sind Spieße heute. Spieße. Flat Iron, what? Ja doch, tatsächlich brauchen wir Spieße, die habe ich eben noch beim Rewe geschossen für 1 Euro. Echt nur ein Euro-Ding. Mega. Alles andere hier kriegt ihr bei mir. Das, zu den Marinaden. Ich feiere diese Marinade total ab. Das ist die Coffee Black Pepper Marinade. Mega geil. Die Black Aged Pepper, die passt halt brutal gut, gerade zu so herberen Rindfleisch. Und Kräuterbuttermarinade, brauche ich nicht viel dazu sagen. So, wir fangen jetzt an. Was meine ich damit, das Flat Iron noch zarter zu machen? Wie ihr vielleicht sehen könnt, es ist leicht angefroren. Ich sehe jetzt direkt schon hier, da ist was, das kann ich noch wegschnippeln. Wäre in dem Fall mit dem, was ich jetzt heute hier vorhabe, aber auch gar nicht so kriegsentscheidend. Und jetzt geht's los. Was habe ich vor? Also, wenn ich das richtig sehe, läuft die Faser so lang. Ich kann auch mal beim Iron Flat ein bisschen im hinteren Bereich ein bisschen abweichen, aber hier sieht es eigentlich relativ gut aus. So, was ich jetzt mache, ich schneide ganz feine. Es geht halt auch echt nur mit einem scharfen Messer, ja? Deswegen schärfe ich das vorher und nehme auch ein gutes Messer. Ihr werdet wirklich nicht glücklich, wenn ihr mit irgendeinem Schmodder da anfangt zu arbeiten. Also deswegen, das ist eine gute Investition. Und ja, ich ballere euch jetzt mal hier so einen Rabattcode runter, könnt ihr mal im Shop vorbeigucken. Und dann kriegt ihr nochmal ein bisschen Rabatt und dann könnt ihr euch auch mal ein schönes Messer von der Firma Gießer, die uns auch bei den Meisterschaften übrigens sponsert. Kleiner Spoiler-Alarm, in Kürze kommt die Hessen-Meisterschaft, die wird dokumentiert. Und im Juli geht es dann die Weltmeisterschaft, da haben wir auch schon die Zusage. Wir sind am Start, Ahrtal Barbecue Crew, ich bin am Start, White Spice. Ja, man könnte das jetzt, da ich das ja so nicht spießen kann, kann ich das ja schlecht so verwenden, aber ich lege es mir einfach mal hin. So. Ich schneide das Flat Iron der Länge nach in breite Streifen und kürze die, damit die bei dem Spieß später nicht so überlappen. So Freunde, das ist mein Ergebnis. Ich habe jetzt ganz viele kleine Streifen. Man sieht auch die ganze Marmorierung. So, was ist der Sinn dahinter? Da das ein langfaseriges Fleisch ist und wir das jetzt gegen die Faser geschnitten haben, haben jetzt ganz viele zarte Stücke, die halt auch dann zart im Biss werden. Der Plan ist jetzt, wir machen schöne Spieße mit diesen zarten Streifen und dann würzen wir das Ganze mit den drei verschiedenen Marinaden und nochmal ein bisschen Salz, Pfeffer. Man kann natürlich jetzt auch hier ein bisschen spielen und sagen, okay, ich mache da jetzt noch eine Zwiebel. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe einfach nur Bock auf reines Fleisch. Und jetzt wird, wie eben schon gesagt, geschnitten und gespießt und geschnitten und gespießt. Also ich habe das jetzt geschnitten, so ein krasses Aroma frei, ja, da läuft dann echt das Wasser im Mund zusammen. Falls ihr euch fragt, warum ihr das noch nicht gesehen habt, dann ist die Antwort ganz einfach, es ist einfach sau viel Arbeit und für die Gastronomie eigentlich undenkbar. Deswegen kann man das als schönes Highlight für gute Freunde machen oder wenn man sich selbst mal was gönnen möchte. So, geschafft, das ist alles gespießt, nichts darf verloren gehen von dem guten Fleisch hier, das stecke ich noch dazwischen. So, und jetzt geht's ans Marinieren und dann ans Zubereiten. Ich habe Hunger wie Sau. So, das Ganze ist zwar jetzt nicht so meine Arbeitshöhe, aber es lässt sich besser im Stehen arbeiten. Und deswegen muss ich da jetzt durch. Ich habe jetzt mal eine Schere geholt. Ihr seht jetzt mal, wie ich mit den Marinaden arbeite. Eine hatte ich hier noch im Kühlschrank. Das ist relativ easy. So, das reicht schon dicke. Und ich mache es dann so. Es gibt eigentlich überall die Klammern. Aber ich denke, ich nehme mich sogar im Shop auf für die Marinaden. Vielleicht gebe ich da dann nochmal welche gratis dazu. So, und dann wird es einfach nur ein bisschen verrieben. Das ist jetzt die Black Aged Pepper Marinade.
könnte sogar schon fast ein bisschen zu viel sein, weil die hat auch ein bisschen Bums. Muss man schon fairerweise sagen. So, das Schöne ist an diesen Marinaden, die sind natürlich auf Ölbasis. Das heißt, ihr müsst hier nicht mehr irgendwie großartig die Pfanne oder die Plancha ölen. Das reicht wirklich so. Ihr werdet sehen, ich mache das einfach so in die Pfanne gleich. Ich finde es in der Pfanne schöner, wenn ihr eine Plancha habt, dann bitte keine geriffelte, auch keine Grillpfanne, sondern ich finde es geiler, wenn ihr hier dann so eine schöne glatte Fläche gleich habt. Aber auch das werdet ihr gleich sehen. Die Kräuterbuttermarinade. Ich kann es nur empfehlen, sonst würde ich die Scheiße nicht machen. Es riecht auch so hart geil nach Kräuterbutter. Schön massieren. So, wenn sich hier das Fleisch nicht wohlfühlt, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt geht die letzte, die Coffee Black Pepper. Die feiere ich auch übelst ab. Aber wie gesagt, ich komme aus dem Feiern gar nicht raus. Die sind echt alle so geil. Da hat man schon direkt diesen Coffee-Aroma in der Nase. Einfach geil. So geil, ich habe auch so Hunger. Und das letzte habe ich mich für Meersalz und Steggy entschieden. Hier bräuchten wir allerdings auch Öl, wenn wir es in die Pfanne legen. Das Steggy hat auch Salz, das heißt, wir brauchen nicht ganz so viel Meersalz. Da ich nicht mehr so viel drin habe, muss ich mal den größeren Ausschüttung. Wir beginnen mit dem Salz-Pfefferspieß und der Black-Aged-Pepper-Marinade. Dazu hatte ich jetzt die Pfanne mit Butterschmalz nochmal eingefettet, weil der Salz-Pfefferspieß sonst an der Pfanne wahrscheinlich kleben würde. So, und jetzt kommt der wichtige Tipp. Die Pfanne ist auf voller Hitze eingestellt und ich nehme vier Seiten des Spießes. Also ich mache wie so einen Würfel, drücke ich den in die Pfanne rein und brate jede Seite genau eine Minute scharf an. Bei den marinierten Spießen darf es auch ein bisschen weniger Hitze sein, aber auf jeden Fall im oberen Bereich. So, jetzt habe ich alle vier Spieße eine Minute auf jeder Seite scharf angebraten. Jetzt lasse ich diese ganz kurz durchziehen und die Pfanne auf die Hälfte der Hitze runterkühlen. Nun kann ich alle vier Spieße gleichzeitig reinlegen und brate diese nochmal bei halber Hitze auf jeder Seite für 2 Minuten an. Und hier seht ihr das Ergebnis. Ich bin mega zufrieden. Die Kerntemperatur habe ich nicht gemessen. Stelle ich mir auch relativ schwer vor bei einem Spieß mit so dünnen Stücken. Aber ich denke, der Anblick spricht für sich. So, Freunde, meine Spieße sind fertig. Ich beiße jetzt gleich mal in das Salz und Pfeffer rein. Ich habe mir hier noch so ein bisschen Salatherzen angebraten. Ich habe heute 5 von 200 Artikeln in meinem Shop verwendet. Guckt doch gerne mal vorbei, er ist neu. Wenn euch irgendwas auffällt, was noch fehlt, was falsch ist, ja, oder was man besser machen kann, würde ich mich total freuen, wenn ihr Feedback gebt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, um nicht weitere Videos zu verpassen. Hacks in Sachen Barbecue und leckeres Fleisch. Mega. Ich glaube, es ist eine der geilsten Sachen, die ich je gemacht habe. Mmh.